Freunde, was geht? Das Stadion ist kurz davor, veröffentlicht zu werden für Battlefield 2042 und vorher wird es noch ein Streaming-Event geben, wieder einmal. Und an der Stelle vielen Dank an EA DICE für diese Einladung, dass man das Ganze wieder vorab in Anführungsstrichen testen bzw. spielen darf. Am Montag, 29. April, wird das Ganze stattfinden und zwar von 20 Uhr bis 22 Uhr. Das heißt, in diesen 2 Stunden darf man dann wieder testen, spielen. Es wird wieder ein absolut chaotisches Schwitzer-Event, weil da wieder alle sämtlichen Spieler, die dann eingeladen wurden, mehr oder weniger versuchen, dass wir ein Turnier zu sehen und entsprechend wird dann auch gespielt. Das war beim letzten Mal auf Haven auch schon so. Und das wird sich diesmal auch nicht ändern. Wobei man dazu sagen muss, diesmal gibt es tatsächlich eine kleine Änderung. Und zwar durfte man jetzt auch ein paar Freunde mit dazu holen, die dann mit einem zusammen das Event spielen können. Ich weiß nicht, warum das entschieden wurde. Es kann natürlich sein, dass sie vermeiden wollen, dass man zu viele KI-Spieler in den Runden mit drin hat. Und entsprechend darf man dann Leute mit ins Boot holen, die mit einem zusammenspielen bei diesem Streaming-Event, damit man halt auch mehr echte Spieler hat. Das wäre auf jeden Fall mal sehr wünschenswert und ich finde es auch ganz gut, dass das gemacht wird. Ich durfte 3 Leute mit reinholen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch alles hätte verlosen dürfen. Ich glaube aber nicht. Und es ist auch ein bisschen schwierig, das zu verlosen, weil am Ende bin ich ja auch derjenige, der so ein bisschen verantwortlich ist für diese Leute. Ja, das heißt, wenn ich dann Leute einlade und die benehmen sich wie die letzten Menschen, dann führt das natürlich alles auf mich zurück, weil ich am Ende des Tages diese Leute eingeladen habe und ich bin auch verantwortlich für die. Das ist ja auch nur richtig. Allerdings muss ich mich dann auch ein bisschen absichern und lade dann halt auch nur Leute ein, bei denen ich dann weiß, okay, bei denen kann ich mir sicher sein. Es ist nicht böse gemeint und am liebsten würde ich euch alle direkt mit ins Boot holen, aber so ist das nun mal. Und dieses Mal wird es so sein, dass ich Infinity mit eingeladen habe. Der ist auf jeden Fall ein sehr großer Battlefield-Fan. Er ist sehr tief in der ganzen Thematik, wenn es darum geht, was für Waffen sind gerade die besten, alles was mit Waffenstats zu tun hat und so weiter. Der kniet sich da richtig rein, macht immer Excel-Tabellen, wo er die ganzen Zahlen, die Schadenszahlen alle miteinander vergleicht, mit ein paar anderen Leuten noch. Und entsprechend ist er quasi so das Waffenlexikon und wenn du den fragst, dann weißt du auch genau, ah, diese Waffe ist gerade mit den Aufsätzen eigentlich die beste, die man spielen kann. Was für uns natürlich sehr vom Vorteil ist, weil wir dadurch natürlich auch wissen, was sind aktuell die Meta-Waffen. Dann habe ich noch eingeladen 2 Freunde und zwar Rüb und Ninzi, mit denen bin ich sehr viel am Spielen, wenn ich dann Battlefield spiele. Deswegen habe ich die beiden auch eingeladen. Sunslayer hätte ich auch gerne nochmal eingeladen, vor allen Dingen, weil er auch selber streamt. Ich dachte mir in dem Moment aber nur, dass ich den ja beim letzten Mal schon dabei hatte, beziehungsweise davor das Mal. Und ich würde ganz gerne gucken, dass wenn ich die Möglichkeit habe, auch immer mal wieder jemanden anders mit ins Boot hole. Ich hätte das jetzt auch alles gar nicht erzählen müssen. Ich dachte mir nur, ich bin einfach mal ein bisschen transparenter und erkläre euch, warum Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden. Einfach um euch so ein bisschen abzuholen, damit ihr auch mal so ein bisschen vielleicht die Prozesse dahinter teilweise versteht, bis zu einem gewissen Grad darf man da ja auch ein bisschen drüber reden. So viel auf jeden Fall dazu und jetzt schauen wir uns mal das ganze Thema mit dem Stadion an. Wir hatten ja gesehen, Aqua hat gestern schon ein Video veröffentlichen dürfen. Ich weiß nicht, wer noch alles. Das war so eine Art Exclusive Preview, so mehr oder weniger, wo sie, glaube ich, auch nur gegen KI gespielt haben. Also so fantastisch wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, eine ganze Runde oder mehrere Runden nur gegen KI zu spielen. Aber andererseits ist es natürlich sehr schön, dass man dadurch auch die Zeit hat, sich einfach mal die Karte in Ruhe anzuschauen, überall zu gucken, was ist neu, was wurde geändert, was ist vielleicht irgendwie, was sind so Spots, die vielleicht ein bisschen problematisch werden können und so weiter. Von mir werdet ihr das Gameplay leider dann erst ab dem Stream sehen. Ich war bei dieser Preview-Geschichte nicht mit dabei, soll aber jetzt nicht, wer weiß, wie schlimm sein. Es dauert ja nicht mehr lange, es sind nur noch ein paar Tage und dann wird sich das Ganze auch mal offenbaren und dann können wir ja sehen, wie sich das Ganze auch spielt. Grundsätzlich bin ich aber froh, dass am Ende dann das Stadion doch noch gekommen ist und zwar als Infanterie-Only-Karte. Wir wissen auf jeden Fall, es wird da keine Fahrzeuge geben, aber es wird einen offenen Bereich innerhalb des Stadions geben. Da war ich schon wieder so ein bisschen stutzig, der natürlich prädestiniert ist dafür, dass Leute sich mit dem Scharfschützengewehr da hinlegen oder mit einem Boris mit seiner Sentry Gun und da versuchen die Leute abzufarmen. Das ist aber nicht so schlimm, weil das nicht unmittelbar Einfluss auf die Eroberungspunkte hat, weil man von diesem Spot innerhalb des Stadions nicht direkt auf diese Punkte abaimen kann mit Scharfschützengewehren oder was auch immer, weil man ja die oberen Ränge oder generell die Ränge hat, wo die Leute normalerweise sitzen und dann hast du natürlich diese Eingangstore, wie auch immer man das nennen mag, wo man ja auch erstmal in diese Halle oder in dieses Stadion reinkommt. Ja, das heißt, diese ganzen Eroberungspunkte befinden sich alle nicht direkt im Stadion, sondern halt so im Gebäude hinter dem eigentlichen Stadion. Da, wo man normalerweise seine ganzen Snacks, sein lecker Kölsch, wie der Rheinländer sagen würde, oder sein lecker Bier kaufen würde,
und so weiter. Es wird auch draußen Eroberungspunkte geben und da wird es mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen zur Sache gehen. Da gibt es auf jeden Fall auch viel mehr Deckung. Innerhalb des Stadions, wo man auch die Eroberungspunkte hat, gibt es auch sehr viel mehr Deckung. Wie sich das Ganze spielt, bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe, besser als Haven. Und vielleicht ja sogar so gut wie geheim bzw. redacted, bin ich mir aber noch nicht 100% sicher. Um auch nochmal auf das Thema Streaming-Event zu kommen, ich werde ab 20 Uhr ungefähr live sein auf Twitch, eigentlich sogar einen Ticken früher. Ich habe auch alles schon vorbereitet, das müsste perfekt laufen. Wie ich Twitch und OBS und alles kenne, wird es eh wieder Probleme geben. Vielleicht mache ich auch nochmal vorher so eine Art Test-Stream, sofern mir das möglich ist, vielleicht Sonntagabend oder so. Ich mache das spontan, wenn man... Also ihr könnt gerne auf den Discord-Server kommen oder ich werde es mit Sicherheit nicht nur da, sondern auch bei YouTube dann nochmal posten. Falls ich das dann machen werde, dann könnt ihr auch nochmal ein bisschen reinschauen, wenn ihr wollt. Ich versuche auch nochmal irgendwie eine Regelmäßigkeit zu finden für meine Streams, dass ich dann wieder ein bisschen mehr drin bin. Auch wenn es nur einmal die Woche an einem fixen Tag ist, aber ich würde das ganz gerne wieder so ein bisschen aufleben lassen. Was ich da spiele, wird sich zeigen. Vermutlich nicht immer wieder 2042, bis der nächste Teil released wird. Aber mit Sicherheit hier und da auch nochmal andere Spiele, aber auch Battlefield. Also mal schauen, es wird so ein bisschen Abwechslung geben. Die Jungs und Mädels, die ich eingeladen habe für das Streaming-Event, mit denen werde ich dann sehr wahrscheinlich in einem Discord-Channel sitzen oder auf einem Teamspeak oder so. Dann werdet ihr die hoffentlich auch im Hintergrund mithören. Das ist zumindest der Plan. Ob ich das vom Sounddesign bei OBS so umgesetzt bekomme, wird sich zeigen. Das war auch immer so eine Problematik. Aber das kriegen wir schon mit Sicherheit irgendwie hin. Was auch eine coole neue Änderung sein wird, ist, dass wenn ihr beispielsweise in eine Runde reinstartet in 2042 und ihr seid gerade dabei, eure Klassen anzugucken, ja, Sturmsoldat, Ingenieur, Medic, was auch immer, dann seht ihr da jetzt in Klammern auch immer eine Zahl dahinter, hinter der Klasse. Und diese Zahl sagt euch, wie viele Spieler in eurem Team gerade diese besagte Klasse spielen. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante und gute Änderung, weil dadurch eventuell, ist jetzt natürlich nicht 100% gesagt, dass das jeder so macht, aber eventuell hat man dadurch die Möglichkeit zu sehen, dass einige Spieler nicht immer direkt das spielen, worauf sie am meisten Bock haben, sondern vielleicht auch mal sehen, ach guck mal, es gibt irgendwie nur 2 Medics oder 3 Ingenieure, aber wir haben gerade voll viele gegnerische Flugzeuge oder Panzer am Himmel. Panzer am Himmel, Alter, was laber ich? Flugzeuge am Himmel oder Panzer auf dem Boden und entsprechend müsste man natürlich dann auch gucken, dass man vielleicht ein paar mehr Ingenieure am Start hat und vielleicht spielt dann der eine oder andere dann doch lieber den Ingenieur und fokussiert sich auf diese Fahrzeuge, als dass er dann wieder das spielt, was er immer spielt oder in die Missionen guckt und sieht, ah, ich muss wieder Medic spielen, ich muss wieder 37 Leute reviven und so, also Missionen sind ja auch immer ein sehr gutes Zeichen, was Spieler am liebsten spielen, beziehungsweise was sie spielen müssen, damit sie ihre Missionspunkte abgeschlossen bekommen und diese Punkte bekommen. Ist, ja, weiß ich nicht. Ist ein bisschen fragwürdig, dieses ganze System. Es hat seine Vorteile, es hat seine Nachteile. Ich finde, jede Klasse sollte in jeder wöchentlichen Mission irgendwo teilweise gefördert werden. Ist auch teilweise der Fall, aber ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben, dass man das besser machen kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Layout von der neuen Stadionkarte, in Anführungsstrichen neu, bevor ich jetzt noch gesteinigt werde, von der überarbeiteten Stadionkarte mir anschaue, dann habe ich wieder so ein bisschen Bedenken, dass es ein Team geben könnte, was halt wieder dominieren wird. Allein schon, weil es einen Vorteil am Start der Runde hat. Und zwar, wenn wir uns da die Russen und die Amerikaner-Spawns anschauen, dann sieht man so ein bisschen, ich bin jetzt natürlich nicht hier mit einem Lineal dran gegangen, habe das alles abgemessen, wie viel Weg oder wie viel Strecke von beiden Seiten aus zurückgelegt werden muss, um als Erster bei A1 beispielsweise zu landen. Aber es sieht so ein bisschen danach aus, als könnten die Amerikaner schneller bei A1 landen als die Russen. Weil man muss keine Raketenwissenschaften studiert haben, um zu sehen, dass von US bis A1 ein kürzerer Weg oder weniger Strecke zurückgelegt werden muss als von dem Russen-Spawn. Und deswegen mal gucken. Aber andererseits muss man dazu auch sagen, bis dann die Amerikaner den Punkt tatsächlich eingenommen haben, werden die Russen auch da sein. Und dann kann es natürlich auch wieder sein, dass durch das Gefecht, was dann zustande kommt, die Russen vielleicht dominieren, weil sie bessere Spieler haben. Und entsprechend kriegen die Amerikaner dann den A1-Punkt auch erst gar nicht. Aber das wird sich zeigen, wie sich es spielt. Ich bin immer so ein Freund davon, auch mal so ein bisschen das Layout der Karte zu analysieren, zu sehen, wo könnte es eventuell Probleme geben. Aber ohne das gespielt zu haben, ist es auch einfach nur Theorie jedes Mal. Und deswegen sollte man auch nicht zu voreingenommen sein bei so einer Geschichte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Stadion ausprobieren werdet oder ob ihr sagt, nee, mit Battlefield 2042 habe ich abgeschlossen. Ich warte jetzt 1-2 Jahre auf den nächsten Titel in der Hoffnung, dass er dann vielleicht tatsächlich wieder besser wird als das, was wir die letzten Jahre gesehen haben. In diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und rein. Und wie immer, ciao, ciao.